Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Prozesse. Nachdem wir uns in der letzten Vorlesung angesehen haben, unter welchen Bedingungen stochastische Prozesse die elementare Markov-Eigenschaft besitzen und diese in vielfältigster Weise charakterisiert haben, soll es heute um die Konstruktion von Markov-Prozessen gehen. Dazu spielen zwei Objekte eine wesentliche Rolle, die des Übergangskerns und die der Übergangsfunktion. Und die beiden sollen im ersten Teil der Vorlesung eingeführt werden und Eigenschaften davon diskutiert werden. Schauen wir uns das im Detail einmal genauer an. Also was verstehen wir unter einem Übergangskern? Also wir nehmen uns her zwei Messräume, E1, E2, mit den entsprechenden Sigma-Algebren. Und wir betrachten eine Abbildung K, die vom Raum E1 und der entsprechenden Sigma-Algebra auf E2 in die nicht negativen reellen Zahlen geht, wobei unendlich mit erlaubt ist. Und dann bezeichnen wir eine derartige Abbildung als Übergangskern von E1 nach E2, falls das Folgende gilt. Wenn ich mir eine Menge B aus dieser Sigma-Algebra E2 hernehme, diese festhalte, dann soll die entsprechende Abbildung im ersten Argument eine E1 messbare Funktion darstellen. Und umgekehrt, wenn ich jetzt ein Element x aus dem Raum E1 mir hernehme und festhalte, dann soll die entsprechende Abbildung im zweiten Argument ein Maß auf dem Raum E2 darstellen. Und hier noch zwei Sprechweisen. Wenn dieses Maß ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, so möchte ich das Ganze, also diesen Übergangskern als Markov-Kern bezeichnen. Und falls es ein Subwahrscheinlichkeitsmaß ist, dann als entsprechend als Submarkov-Kern. Und folgende Aufgabe ist im Folgenden relativ nützlich. Und zwar, wenn ich nachprüfen möchte, ob eine Abbildung K von E1 Kreuz Sigma-Algebra auf E2 in E1 messbar ist, dann genügt es, sich folgendes Dünken-System im ersten Schritt zu betrachten, nämlich die Menge aller B aus E2, sodass diese Abbildung die Messbarkeitseigenschaft in E1 erfüllt. Und die Behauptung ist, hierbei handelt es sich um ein Dünken-System. Warum ist das Ganze nützlich? Naja, wenn wir wissen, dass es ein Dünken-System ist, dann genügt natürlich für die Überprüfung dieser E1-Messbarkeit, sich auf einen durchschnittsstabilen Erzeuger von E2 zu ziehen und nachzuweisen, dass diese Messbarkeitseigenschaft auf diesem Erzeuger gilt. Und dann liefert uns der Hauptsatz über Dünken-Systeme in einem zweiten Schritt die Messbarkeit auf dem ganzen Raum E2. Diese Eigenschaft werden wir im Folgenden öfter nochmal benutzen. Guck mal zuvor zwei Beispiele an. Das erste Beispiel ist relativ trivial. Ich nehme mir einfach auf diesem Messraum E2 ein Maß μ her, definiere mir die Abbildung K von E1 Kreuz Sigma-Algebra auf E2 nach 0 und endlich dadurch, dass ich für alle x diese Abbildung gleich im zweiten Argument gleich dem Wert des Maßes auf diesem zweiten Argument setze. Und natürlich ist diese Abbildung im ersten Argument eine Konstante und damit auch E1 messbar. Also handelt es sich bei dem so konstruierten Objekt um einen Übergangskern. Das zweite Beispiel ist das folgende. Ich nehme jetzt ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf RD mit der entsprechenden Borel-Sigma-Algebra her. Ich betrachte zudem eine Zufallsvariable x mit der Eigenschaft, dass die Verteilung von x gerade gleich durch dieses Maß μ gegeben ist. Und dann definiere ich mir die Abbildung kxa dadurch, dass ich sage, das sei der Wert oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x in der Menge a verschoben um minus x liegt. Und das ist das Gleiche, als wenn ich die Faltung zwischen dem Dirac auf x und dem Maß μ betrachte. Jetzt ist die Behauptung, die so konstruierte Abbildung K ist ein Markov-Kern von RD nach RD. Das heißt, dass es ein Maß ist, ist irgendwie klar, oder Wahrscheinlichkeitsmaß.
Also bleibt nur noch die Messbarkeitsfrage zu überprüfen im ersten Argument. Und nach der Aufgabe wissen wir ja, wir brauchen das nur auf einem durchschnittsstabilen Erzeuger von der entsprechenden Borel-Sigma-Algebra über RD nachzuprüfen. Nehmen wir uns also einen derartigen Erzeuger her. Und das wären hier dieses kartesische Produkt der halboffenen Rechtecke. Und jetzt gucken wir uns mal an, was macht die oben definierte Abbildung für eine derartige Menge. Und wenn wir uns jetzt angucken, was macht kx von so einem halboffenen Rechteck minus unendlich a, dann ist das nichts weiter als das Maß dieses halboffenen Rechtecks, bei dem ich den rechten Intervallpunkt um x verschoben habe. Und was wir natürlich sehen ist, diese Abbildung ist in x links stetig und folglich messbar. Damit haben wir jetzt die Messbarkeit auf einem durchschnittsstabilen Erzeuger nachgewiesen und aus dem Hauptsatz der Dünken-Systeme folgt jetzt die Messbarkeit auf der ganzen Borel-Sigma-Algebra. Gut. Das nächste Lemma liefert auch wieder eine Messbarkeitsfrage oder beantwortet eine Messbarkeitsfrage. Und zwar sagt das Lemma das Folgende aus. Ich nehme ja jetzt einen Submarkov-Kern her von E1 nach E2. Ich nehme mir eine Funktion h auf dem entsprechenden Produktraum von E1 Kreuz E2 nach R her. Und von dieser Funktion h fordere ich, dass sie messbar und beschränkt ist. Und dann gilt, dass auch das entsprechende Integral über E2, also ich integriere bezüglich der zweiten Variable von dieser Funktion h, bezüglich dieses Submarkovskerns. Und dann ist die Behauptung, auch diese Abbildung ist E1 messbar. Gut, wie weisen wir jetzt diese Messbarkeit nach? Und das möchte ich in zwei Schritten Ihnen zeigen. In dem ersten Schritt möchte ich diese Funktion h mit dem üblichen Approximationsverfahren erstmal für Indikatorfunktionen betrachten. Dann möchte ich für die Funktion h annehmen, dass es eine Elementarfunktion ist und im nächsten Schritt dann eine nicht negative messbare Funktion, um dann auf eine beliebige messbare beschränkte Funktion überzugehen. Also wie sieht das Ganze aus, wenn ich jetzt die Funktion h betrachte als eine Indikatorfunktion auf dem kartesischen Produkt dieser beiden Mengen a kreuz b, wobei a aus der Sigma-Algebra E1 ist und b aus der Sigma-Algebra E2. Na gut, und jetzt ist die Behauptung, dass diese entsprechende Abbildung phi dann in x E1 messbar ist. Warum? Naja, rechnen wir einfach mal nach, wie sieht dieses Phi von x in dem Fall aus? Das ist also dieses Integral in E2 über diese Menge a kreuz b. Und das ist natürlich nichts weiter als in x, das ist eine Funktion in x, die hängt gar nicht von y ab, kann ich also aus dem Integral rausziehen. Bleibt übrig also der Wert des Submarkovskerns von x und b. Und jetzt sehen wir das Folgende. Von diesem Objekt wissen wir, es ist bezüglich x e1 messbar. Von dieser Funktion wissen wir, dass sie bei a aus dieser Sigma-Algebra e1 ist, dass sie auch e1 messbar ist. Also haben wir das Produkt von zwei e1 messbaren Funktionen. Folglich ist diese Funktion phi e1 messbar. Im zweiten Schritt gucken wir uns jetzt an, dass für eine beliebige Menge d aus der Produkt-Sigma-Algebra. Und jetzt behaupte ich, dass dieses Mengensystem, das ich hier wie folgt definiert habe, als die Menge aller, also die derartigen Mengen, sodass diese Abbildung halt E1 messbar ist. Die Behauptung ist dann, es handelt sich hierbei um ein Dünken-System. Also diese, was wir zu zeigen haben. Drei Eigenschaften sind also wieder zu überprüfen. Nehmen wir uns also den ganzen Raum her, das wäre also die Menge E1 kreuz E2, und gucken wir uns an, was diese
Abbildung Phi bezüglich dieser Mengen macht. Und das haben wir gerade im Prinzip gesehen. Wenn ich ein derartiges kartesisches Produkt einsetze, erhalte ich nichts weiter als den Wert von diesem Kern auf x Kreuz E2. Und das natürlich ist eine E1-messbare Funktion. Folglich liegt der ganze Raum in D. Nehmen wir uns jetzt eine Menge D aus dieser Mengensystem kalligraphisch D her. Und jetzt müssen wir uns im zweiten Schritt zeigen, dass auch das D, das Komplement dieser Menge in diesem Mengensystem liegt. Gucken wir uns das also an. Also wir betrachten diese Abbildung. X wird abgebildet auf dieses Integral über E2 von der Indikatorfunktion von D Komplement integriert gegen diesen Kern. Und jetzt kann ich natürlich diese Indikatorfunktion auch schreiben als von D-Komplement auch schreiben als 1 minus die Indikatorfunktion von D. Und wenn ich das tue und die Linearität des Integrals benutze, erhalte ich natürlich zum einen den Wert des Kerns auf dem ganzen Raum E2 minus diesem Integral der Indikatorfunktion über D integriert bezüglich dem Kern. Hier haben wir aber angenommen bezüglich dem zweiten Teil, dass D aus diesem Mengensystem D ist. Das heißt, für diesen Teil wissen wir, es ist eine E1-messbare Funktion. Dieser erste Teil ist trivialerweise eine E1-messbare Funktion nach Definition, weil ja K ein Submarkov-Kern ist. Also wissen wir auch, diese Differenz von zwei E1-messbaren Funktionen ist E1-messbar, also liegt auch D-Komplement in diesem Mengensystem D. Gucken wir uns in einem dritten Schritt jetzt an, was passiert, wenn ich mir eine abzählbare Folge von Mengen aus diesem Mengensystem D hernehme, die disjunkt sind. Und jetzt möchte ich das Ganze zeigen für diese disjunkte Vereinigung. Und dann ist die erste Beobachtung, dass ich diese Indikatorfunktion der Menge D auch schreiben kann als die entsprechende unendliche Summe der Indikatorfunktion von diesen Mengen Dn. Hier nutze ich die Disjunktheit aus. Und wenn ich diese Tatsache einsetze, erhalte ich das Folgende. Also ich kann diese Indikatorfunktion ersetzen durch die entsprechende Reihe. Und jetzt kann ich hier ausnutzen, oder anwenden den Satz von Bepolevi und diese Reihe vertauschen mit dem Integral. Das ist hier geschehen. Und jetzt, was ich hier jetzt sehe, ist, das kann ich natürlich auffassen als den Limes. Nennen wir es groß n gegen unendlich, von dieser endlichen Summe bis groß n. Von dem einzelnen Summanden weiß ich dann, dass sie E1 messbar sind, nach Voraussetzung. Und ich weiß auch, dass der punktweise Limes von messbaren Funktionen messbar ist. Also folgt daraus dann die E1-Messbarkeit auch dieser unendlichen Reihe. Und daraus folgt, dass auch diese disjunkte Vereinigung D in diesem Mengensystem D enthalten ist. Also wissen wir jetzt, dass D ein Dünken-System ist. Wir wissen zudem, dass D erzeugt wird von diesem kartesischen Produkt aus den Mengen A Kreuz B, wobei A aus der Sigma-Algebra E1 und B aus der Sigma-Algebra E2 ist. Und jetzt sagt uns der Hauptsatz über Dünken-Systeme, dadurch, dass auch dieses kartesische Produkt durchschnittsstabil ist, dass D gerade gleich der ganze Raum ist. Damit haben wir nachgewiesen, dass diese Abbildung hier, die x zuordnet einem beliebigen Menge D aus dem Produktraum, eine E1-messbare Abbildung ist für jedes D aus dieser Produkt-Sigma-Algebra. Kommen wir jetzt auf den dritten Schritt. Wir nehmen uns jetzt eine nicht-negative Elementarfunktion her. Also h sei jetzt eine nicht-negative Elementarfunktion, das heißt h hat diese Darstellung. Und dann impliziert ja bereits der zweite Schritt, dadurch, dass das eine endliche Summe ist und aufgrund der Linearität des Integrals, dass diese entsprechende Abbildung, x abgebildet auf dieses Integral, eine E1-messbare Funktion darstellt.
Kommen wir dann zum nächsten Schritt. Jetzt nehmen wir uns her, sei h eine nicht negative beschränkte messbare Funktion. Dann wissen wir natürlich, dass es eine Folge von nicht negativen Elementarfunktionen gibt, die aufsteigend gegen h konvergieren. Und jetzt können wir den Satz über die monotone Konvergenz anwenden, der uns dann sagt, dass auch das entsprechende Integral von hn integriert gegen den Kern k, x, dy. Monoton konvergiert gegen das entsprechende Integral über diese nicht negative messbare Funktion h. Was wissen wir noch? Wir wissen auch, dass dieser punktweise, also und wir wissen natürlich auch, diese Elemente nach dem Schritt hier ist natürlich bezüglich x E1 messbar. Und wir wissen auch, dass der punktweise Grenzwert messbarer Funktionen messbar ist. Also wissen wir jetzt auch, dass diese Funktion phi bezüglich x E1 messbar ist. Und im letzten Schritt können wir natürlich die entsprechende Funktion h, die nach Voraussetzung des Lemmas beschränkt und messbar ist, zerlegen in zwei nicht negative beschränkte messbare Funktionen und diesen Teilen auf diese Teile h plus und h minus anwenden. Damit haben wir dieses Lemma gezeigt. Dieses Lemma wird uns im Folgenden noch einige Male in der Anwendung begegnen. Ein kleines Korollar daraus. Sei k jetzt ein Submarkov-Kern von E1 nach E2 und L sei ein Submarkov-Kern von E2 nach E3. Also ich habe jetzt drei messbare Räume hier vorliegen. Und jetzt gucke ich mir an, diese Komposition von diesem Submarkov-Kern L mit dem Submarkov-Kern K. Diese Komposition ist wie folgt definiert. Ich nehme diesen für eine Menge B, den entsprechenden Kern L B und bezüglich der ersten Variable integriere ich diesen Submarkov-Kern L gegen den entsprechenden Submarkov-Kern K, wobei ich hier das erste Element auf x festhalte. Und die Behauptung ist, dass diese Komposition dieser beiden Kerne einen Submarkov-Kern darstellt, der jetzt von E1 nach E3 geht. Das heißt, was haben wir nachzuweisen? Wir haben nachzuweisen die Messbarkeit in x und die Eigenschaft, dass es sich um ein Maß handelt bezüglich des zweiten Eingangs. Was gucken wir jetzt im ersten Schritt an? Wir halten also erstmal eine Menge b aus dieser Sigma-Algebra E3 fest. Und schauen uns an die entsprechende Abbildung H auf dem Produktraum E1 kreuz E2, die HXY den Wert zuordnet, diesen Markov-Kern YB. Und natürlich handelt es sich in dem Fall für H um eine beschränkte E1 kreuz E2 messbare Funktion. Jetzt können wir das letzte Lemma anwenden, das uns sagt, dass die entsprechende Komposition bezüglich x eine E1 messbare Funktion darstellt. Und weiterhin müssen wir jetzt nur noch überprüfen, dass es bei festem x sich im zweiten Argument um ein Maß handelt. Also nehme ich mir jetzt hier Mengen B1, B2 und so weiter aus E3 her, Design disjunkt. Und jetzt möchte ich die Sigma-Additivität nachweisen. Das heißt, ich möchte mir diese absehbare Vereinigung ansehen. Jetzt kann ich natürlich erst in einem ersten Schritt benutzen, dass es sich bei L um einen Submarkov-Kern handelt. Das heißt, in dem Fall handelt es sich um ein Maß und das heißt, ich kann hier diese Sigma-Additivität benutzen. Dann kann ich im zweiten Schritt benutzen den Satz von Bepolevi, der uns erlaubt, diese unendliche Summe mit dem entsprechenden Integral zu vertauschen. Und jetzt kann ich hier ausnutzen die Definition von der Komposition und erhalte genau die Eigenschaft, die ich zeigen wollte, nämlich die Sigma-Additivität von dieser Komposition von
zwei Markov-Kernen. Damit habe ich also nachgewiesen, dass es sich bei dieser Komposition um einen Übergangskern handelt. Und im letzten Schritt sehen wir, dass es ein Sub-Markov-Kern ist, nämlich wenn wir uns jetzt angucken bei festem X, was macht dieses Objekt, wenn ich über den ganzen Raum E3 integriere. Und dann sehe ich natürlich sukzessive, dass wenn ich hier für B E3 einsetze, das war ein Submarkov-Kern, also kann ich das Ganze durch 1 nach oben abschätzen. Dann kann ich das entsprechende Integral ausführen und ich erhalte den Wert des Submarkov-Kerns K von x und dieser Menge E2. Das ist nämlich ein Submarkov-Kern, also kann ich das auch wieder nach oben durch 1 abschätzen und habe diese Submarkov-Eigenschaft nachgewiesen. Gut, hier jetzt die Frage, ist es möglich, wenn ich einen Submarkov-Kern habe, dass ich den Raum geeignet erweitern kann, derart, dass ich auf diesem erweiterten Raum in eindeutiger Weise einen Markov-Kern definieren kann? Und die Antwort ist ja und dieses Prozedere geht wie folgt. Also ich nehme hier erstmal einen Submarkov-Kern K von E1 nach E2 her. Und jetzt definiere ich mir einen neuen Raum E2 quer mit der entsprechenden Sigma-Algebra E2 quer folgendermaßen. Ich nehme mir einen neuen Zustand, dieses Delta. Und dieses Delta heißt im Allgemeinen Grab- oder Friedhofszustand. Ich betrachte die entsprechende Vereinigung und die entsprechende Sigma-Algebra, die durch E2 und diese Vereinigung mit diesem Friedhofszustand erzeugt wird. Und jetzt definiere ich mir für jedes x aus E1 diese Abbildung k quer xb einfach durch kxb, falls b, was ich aus meiner Sigma-Algebra E2 quer hernehme, komplett in E2 liegt. Und falls diesem Element b gerade der Friedhofszustand ist, dann setze ich diesen Wert k quer, hier fehlt ein quer, von x Delta einfach als 1 minus k von x e2. Und auf diese Weise habe ich natürlich erreicht, dieser neue Kern k quer ist ein Submarkov-Kern. Falls ich jetzt den Fall vorliegen habe, dass mein Submarkov-Kern von e nach E geht, also auf sich selber abbildet, dann muss ich natürlich noch ein bisschen was weiteres tun. Ich betrachte auch wieder diesen erweiterten Raum, wo ich diesen Friedhofszustand mit hinzunehme. Und jetzt definiere ich mir, falls x aus E ist, in gleicher Weise meine Erweiterung, dass ich sage, okay, das ist der Wert von dem Kern von der entsprechenden Menge B, falls B in meinem Raum E liegt und es ist der Wert von 1 minus kxe, falls die Menge b gerade der Friedhofszustand ist. Und das soll jetzt gelten für alle x aus dem Raum e. Es bleibt natürlich noch zu klären, was passiert, wenn x gerade den Wert Delta annimmt. Und in dem Fall definiere ich mir diese Abbildung k-hut einfach als die Indikatorfunktion, dass Delta in dieser entsprechenden Menge b liegt, für alle Mengen b aus dieser erweiterten Sigma-Algebra e quer. Das ist also eine Möglichkeit, wie man einen Submarkov-Kern zu einem Markov-Kern auf einem erweiterten Raum machen kann. Kommen wir jetzt zum Begriff der Übergangsfunktion. Was ist das? Also ich nehme jetzt eine Abbildung her, die definiert ist auf diesem Intervall 0 und endlich, Kreuz E, Kreuz der entsprechenden Sigma-Algebra von E. Und dann heißt diese Abbildung, wenn sie nach 0, 1 geht, eine zeithomogene Submarkovsche Übergangsfunktion auf diesem Messraum E mit der entsprechenden Sigma-Algebra kalligraphisch E, falls das Folgende gilt. Wenn ich t festhalte, dann soll die Abbildung p bei diesem festgehaltenen t einfach ein Submarkov-Kern von e nach e sein.
Und jetzt muss ich noch eine zweite Eigenschaft hinzufügen, die mir sagt, wie diese Funktion bezüglich verschiedener Zeit wirken soll. Und diese Eigenschaft wird auch als Chapman-Kolmogorov-Eigenschaft bezeichnet, wenn ich mir nämlich zwei Zeitpunkte S und T hernehme und mir angucke, was macht diese Übergangsfunktion von S plus T, dann ist dieser Wert gerade gegeben durch diese Komposition dieser Übergangskerne, einmal zum Zeitpunkt T und einmal zum Zeitpunkt S. Was Sie auch sehen, ist, dadurch, dass S und T, also die Addition von zwei reellen Zahlen, kommutiert, bedeutet das auch, dass es diese Verknüpfung von diesen beiden Sub-Markov-Kernen auch kommutativ sein muss. Eine Sprechweise in diese Abbildung P heißt normal, falls zusätzlich das Folgende gilt. Zum einen fordere ich, dass für jedes x aus e diese entsprechende einelementige Menge in der Sigma-Algebra e enthalten sein soll. Und falls das der Fall ist, dann soll zudem gelten, dass die Übergangsfunktion von zum Zeitpunkt 0 von x in diese Menge x den Wert 1 annehmen soll. Gucken wir uns mal ein paar Beispiele dazu an. Das erste Beispiel ist die sogenannte Brownsche Übergangsfunktion. Die ist wie folgt definiert. Also ich wähle hier ein festes d aus den natürlichen Zahlen, eine positive Zeit und ein Element x aus rd. Entschuldigung, hier ist ein Tippfehler. Und dann definiere ich mir zunächst diese Funktion p tx als das entsprechende Gaußsche Dichte. Das heißt, nichts weiter als der Vorfaktor, dieser Normierungsvorfaktor 2pi t hoch minus die halbe mal e hoch minus x Quadrat durch 2t. Und dieser Betrag soll andeuten, dass es sich hier um eine Norm handelt. Und dann ist die entsprechende Übergangsfunktion wie folgt definiert. Zum Zeitpunkt 0 ist es einfach die Indikatorfunktion, dass x in dieser Menge b liegt. Das heißt, als Maß geschrieben wäre das nichts weiter als die Dirac-Funktion auf den Punkt x. Und für jedes positive t definiere ich mir einfach diese Übergangsfunktion von x in die Menge b als das entsprechende Integral von dieser Gaußschen Dichte. Die Behauptung ist jetzt hier, es handelt sich hierbei um eine normale Markov'sche Übergangsfunktion. Also dass es für jedes feste t bei dieser Abbildung sich um einen Markov-Kern handelt, ist klar. Warum? Na, bezüglich x ist natürlich diese Abbildung, ich mir hier die Differenz betrachte, messbar, zusammen mit dem Lemma 2,4. Und umgekehrt handelt es sich hierbei natürlich auch um ein Maß. Was sozusagen nur zu zeigen ist, ist diese Chapman-Kolmogorov-Eigenschaft. Und dafür nehme ich mir zwei Zeitpunkte S und T her. Und ich möchte in dem ersten Schritt erstmal folgende kleine algebraische Eigenschaft hier hervorheben. Eine kleine Rechnung mittels quadratischer Ergänzung zeigt nämlich, dass wenn ich mir angucke, was ist denn der Wert von 1 geteilt durch 2s von dieser Norm von x minus y zum Quadrat plus 1 geteilt durch 2t von y minus z zum Quadrat, dann kann ich das auch wie folgt ausdrücken. Das ist das Gleiche wie s plus t geteilt durch 2s plus t, s mal t von der Norm von y minus z minus t geteilt durch s plus t x minus z zum Quadrat plus halt diesen entsprechenden zweiten Teil. Und den erhält man wie folgt, also man addiert einfach in diesem ersten Teil z hinzu und zieht z wieder ab, also eine Nulladdition, multipliziert das entsprechende Quadrat aus, führt eine entsprechende quadratische Ergänzung durch, um diesen zweiten Ausdruck zu erhalten, und man sieht, das passt dann alles gut zusammen. Man erhält diese
nach kleiner Rechnung diese Gleichheit. Und die ist jetzt wie folgt nützlich in der Rechnung, weil wenn ich mir jetzt angucke, die entsprechende Komposition dieser beiden Markovschen Übergangskerne zum Zeitpunkt T und zum Zeitpunkt S, setze die Definition ein, weil wenn ich mir ein x und eine Menge b vorgebe, dann ist es nichts weiter als das Integral über b und dann habe ich hier das Integral über rd von diesem Produkt dieser beiden Funktionen p, t, y minus z mal p, s, x minus z, wobei dieses p halt gerade diese Dichte der Normalverteilung gegeben, also gerade ist. Und jetzt sieht man, aha, dieses y minus z produziert mir halt diesen Term e hoch minus y minus z Quadrat geteilt durch 2t. Das ist genau dieser Ausdruck. Dieser Anteil hier gibt mir gerade einen Faktor, der aussieht wie e hoch minus 1 geteilt durch 2s x minus y Quadrat. Jetzt kann ich das natürlich durch diesen Ausdruck hier ersetzen. Was ich sehe, ist, dass das, was ich hier erhalte, ist gerade der entsprechende gaussische Term zum Zeitpunkt s plus t. Das ist genau die gewünschte Größe. Und was ich hier erhalte, in dieser andere Faktor, also e hoch und dieses ganze Zeugs hier, kann ich die Integration über r hoch d ausführen. Das ist einfach nur eine Verschiebung um diesen Term. Das ändert an dieser Integration erstmal nichts. Da habe ich einfach nur ein reines gaussisches Integral. Und ich sehe, was dann übrig bleibt, es gibt mir hier genau das, was ich brauche, um die korrekte Normierungskonstante zu erzeugen. So funktioniert dann an der Stelle die Rechnung. Klar, die Bemerkung ist, dass für festes t und gegebenes x das, was wir hier als Brownsche Übergangsfunktion vorliegen haben, ist nichts weiter als eine Normalverteilung mit der entsprechenden Kovarianzmatrix, die durch mal die Identität auf r hoch d gegeben ist, also diese Einheitsmatrix. Und weil wir diese Eigenschaft haben, kann man das Ganze auch wie folgt interpretieren: Das ist die Verteilung einer d-dimensionalen Standard-Brownschen Bewegung, die um x verschoben ist. Deswegen heißt das Ganze auch Brownsche Übergangsfunktion. Zwei weitere Beispiele, und zwar einmal die Brownsche Übergangsfunktion mit Reflexion und einmal mit Absorption. Und hierbei handelt es sich in einer Dimension immer um das Folgende. Ich betrachte hier den Raum null unendlich, also die nicht negativen reellen Zahlen und die entsprechende Borel-Sigma-Algebra. Und ich definiere mir die folgende Abbildung. P-Reflexion zum Zeitpunkt 0 ist wieder die Indikatorfunktion, dass x in der Menge b liegt. Und für positive t definiere ich mir das mit Hilfe der Brownschen Übergangsfunktion, dass ich hier einmal die Summe nehme. Und zwar der wesentliche Punkt ist hier, dass ich einmal x und b betrachte und einmal minus x und b. Und dann ist die Behauptung, es handelt sich hierbei um eine normale Markovsche Übergangsfunktion. Und das folgt, also dass es sich um diese normale Markovsche Übergangsfunktion handelt, folgt direkt aus den Eigenschaften von der Brownschen Übergangsfunktion. Und jetzt kann man sich fragen, was hat das mit Reflexion zu tun? Naja, wenn ich mir mal angucke, für b setzen wir mal quasi eine Menge ein und nehmen hier irgendwie so eine Zielmenge um den Punkt y. Dann sehe ich, was hier passiert. Der erste Beitrag, den ich bekomme, ist quasi alles, wenn ich in x starte, was ich sozusagen auf direkten Wege erhalte. Während der zweite Anteil nichts weiter ist, als was ich von diesem Punkt minus x erhalte. Und jetzt sehe ich, das entspricht aber gerade dem, als wenn ich bei x starten würde und an dieser y-Achse mit den normalen Reflexionsgesetzen reflektieren würde und dann nach y gehen würde. Und deswegen nennt sich diese Übergangsfunktion Brownsche Übergangsfunktion mit Reflexion. Bei der Absorption betrachte ich in der Definition dieses Markov-Kerns einfach die Differenz. Und das ist, dadurch ist natürlich klar, ich habe jetzt keine
normale Markov'sche Übergangsfunktion mehr vorliegen, sondern nur noch eine normale Submarkov'sche Übergangsfunktion, weil ich natürlich Masse verliere, wenn ich über die positiven reellen Zahlen integriere. Denn es gilt nämlich, diese Übergangsfunktion P-Absorption von dem halboffenen Intervall nun unendlich ist, kann ich auch explizit ausrechnen und nichts weiter als diese Brownsche Übergangsfunktion zum Zeitpunkt t. Hier ist ein Tippfehler von 0 und diesem Intervall minus xx. Und natürlich ist dieser Wert strikt kleiner als 1. Schauen wir uns in diesem letzten Fall an, wie wir sozusagen auf einem erweiterten Raum wieder zu einer Markov'schen Übergangsfunktion zurückkehren könnten. Das geschieht hier wie folgt. Also ich nehme mir diese Submarkov'sche Übergangsfunktion her. Ich definiere mir den neuen Raum, indem ich einfach diesen Friedhofszustand mit hinzunehme und die entsprechenden Sigma-Algebra als die Sigma-Algebra, die von der entsprechenden Borel-Sigma-Algebra und diesem zusätzlichen Zustand erzeugt wird. Und jetzt definiere ich mir P-Quer-Absorption von Txb dadurch, dass ich sage, naja, solange wie b in dieser Menge 0 unendlich liegt und x in der Menge 0 unendlich liegt, ist es einfach der Wert P-Absorption von T, x und b. Falls b gerade mein Friedhofszustand ist und x aus 0 unendlich kommt, dann definiere ich das gerade als die Masse, die fehlt, also als 1 minus pt0 minus xx, also hier fehlt auch 1 minus, Entschuldigung. Und die letzte Eigenschaft ist, falls x in diesem Friedhofszustand ist, dann definiere ich mir das Ganze einfach als die Indikatorfunktion. Und auf diese Art und Weise erhalte ich natürlich eine normale Markov'sche Übergangsfunktion zurück.